Und stillgestanden, hier spricht wieder der Captain und willkommen zu Hearts of Iron 4. Die Partie, wo ich gerade den Japaner den Arsch voll versohle und seinen vielen, vielen Marionetten. Und es zeigt halt Marionetten mit ihren vielen einzelnen eigenen Divisionen sind schon ein guter Schutzschild. Zumindest in diesem unwegsamen Gebiet, was ich da habe. Aber so langsam, und jetzt muss ich mal gerade in das Gebiet gehen, so langsam schaffe ich es vorzukommen. Seine Marionetten sind im Prinzip besiegt, bis auf hier noch so ein paar. Warum die jetzt hier wieder mal nicht angreifen, das mag mal wieder irgendwer anders wissen. Wahrscheinlich habe ich auch hier nichts automatisch eingestellt. Da weiß er natürlich auch nicht, was er machen soll. Diese Gebirge hier kann ich auch irgendwie gar nicht erreichen. Da kann ich auch nirgendwo hin. Ne? Kann ich hier? Warum hat das jetzt hier eigentlich wieder eine andere Farbe als das hier? Staatslenker, Deutsches Reich, Staatslenker, Deutsches Reich, Staatslenker, Deutsches Reich. Komisch. Die haben immer so komische Farben hier, da weiß man nicht genau. Besitzer, Deutsches Reich. Die Einheit kann Provinz nicht betreten. Na gut. Ja, ziehen sich hier diese tibetischen Mönche quasi zurück dahin. Aber nee, kommen wir hier hin. Ich muss noch hier oben. Okay, das ist noch eine ganze Menge. Von Japan wegzumachen. Manchukuo aber noch erobern, hier noch den Rest und dann hoffe ich mal, dass ich wirklich mal zwei Atombomben auf Japan schmeißen kann. Ja, und dann muss ich halt von Korea aus, ja, muss ich echt von Korea aus hier schnell irgendwelche Sachen draufbauen. Wie sieht es eigentlich aus? Zivil, ja, das ist alles noch. Könnte ich eigentlich mal gucken. Muss ich hier noch irgendwas ausbauen vielleicht? Hier sind noch einige Sachen zum Ausbauen. Hier zum Beispiel. Hier. Hier. Hier und hier. Muss ich hier oben noch irgendwas ausbauen? Nee. Muss ich irgendwas auf den Inseln hier noch ausbauen vielleicht? Müsste ich vielleicht mal gucken. Dass die nämlich auch ausgebaut werden. So, inklusive das, damit ich nämlich hier auch die karibische, den karibischen Teil halt machen kann. Oh, und hier unten muss ich natürlich auch ausbauen. Alles klar, habe ich doch wieder neue Sachen. So. Bis wann muss ich denn das Kriegsziel machen? Bis zum 7. Juni, ansonsten läuft es ab. Okay. Ich habe auch gerade eine tolle komplette Armee bei der Eroberung von Port-au-Prince und Santo Domingo verloren, die halt unheimlich viele Truppen und Einheiten da halt entsprechend haben. Ich will gerade noch mal gucken, ich habe ja auch Panzer gebaut, moderne Panzer. Wie viel moderne Panzer ich jetzt eigentlich habe? Ich habe Pax, moderne Panzer. 716 Stück. Das ist nicht viel. Naja. In Südamerika läuft es dafür aber umso besser. Kriege ich jetzt gegen Argentinien endlich auch einen Stich, nachdem die Einheiten da zusammengekommen sind. Sind auch jetzt eigentlich alle Einheiten hier? Da sind noch welche irgendwo anders. Na, okay. Was haben wir hier noch? Ein paar Handelskonvois von Haiti. Okay, naja, dann werden die halt auch weggemacht. Alles klar, Japan muss halt echt bezwungen werden hier. Das sind 1, 2, 3, 4 Punkte. Naja, gut. Und ich kann halt immer noch keine Atombombe draufschmeißen. Naja, ist es halt so. Ach, hier oben habe ich auch jetzt, kann ich hier oben irgendwo Flugzeuge unterbringen? Da haben wir ein Ass, ein 200er, ein 400er,
500, 200 macht 700. Nee, dann machen wir den 500er, packen wir mal dahin, damit du das dahin gehen kannst. Und das 200er packen wir noch mit dahin, damit du auch, ne, da auch dahin gehen kannst. So. Dann müsst ihr halt noch ein bisschen fliegen. Argentinien hat kapituliert. Na also, damit ist wenigstens das auch erledigt. So. Gut, wenn die kapitulieren, sind plötzlich alle Einheiten weg. Wenn die anderen kapitulieren, dann nicht. Interessant. Okay, dann müssen wir jetzt uns noch... was ist denn das hier eigentlich? Ach, da unten ist noch ein argentinischer Bereich. Da ist noch eine Einheit? Nee, da ist nur ein Schiff. Da müssen wir jetzt noch Chile nehmen, okay. Also erstmal alle Truppen halten ihre Sache bei. Und dann... Wo ist denn eigentlich die Hauptstadt von Chile jetzt? Ist das da? Santiago? Santiago ist Chile. Genau, da haben wir sie. So. Jetzt mache ich wieder das Gleiche. So, also. Parteipopularität muss ich nicht mehr steigern. So, ein Kriegsziel rechtfertigen. Antofagasta. 25 Tage. Okay, so, dann machen wir das doch schon mal. Und dann kann ich nämlich hier schon mal mit den Truppen in Stellung gehen. So, wo sind die jetzt? Die sind eher da unten. Das heißt, ich könnte mit denen mal eben hier unten. So. Also viel zu viel. Mal so in Stellung gehen. Und dann will ich diesen ganzen Landstrich und mit den 22 anderen Truppen nehme ich jetzt den anderen Teil. Und will im Prinzip diesen ganzen Teil. So, dann müsst ihr halt euch positionieren. Ich hoffe, das passt. Flugzeug, da ist ein, da sind 200, dann kannst du da auch hin, so, damit du Santiago de Chile machen kannst. Mit deinen, ah ja, hier oben sind schon wieder zu viele. Nee, 160 können wir da hin. Und dann könnt ihr diesen Teil machen. Und ansonsten könnt ihr auch sowieso diesen Teil machen. Und du versuchst den zu machen. Geht das? Südamerika? Ja, dann machst du auch Südamerika. So. Dann habe ich nämlich hier auch... Ja, dann habe ich nämlich auch die Überlegenheit. So, super. Und ich habe jetzt hier schon wieder irgendwelche Engpässe. Halt, Moment. Ich muss noch was bauen. In Südamerika muss ich noch bauen. Zack, noch da. Danach noch Uruguay und dann Brasilien wird wahrscheinlich schon ein Brocken für sich wieder werden, ne?
Mal gucken. Und währenddessen hauen meine Flugzeuge hier euch platt. Dann müsst ihr halt mal hier die Inseln ein bisschen angreifen. Wollte ich. Sind jetzt die eigentlich. Sind alle in Stellung? Alles klar. Gut, dann kann ich doch eigentlich auch hier. Schiffe sind auch in Stellung. Ach so, ich muss mal kurz gucken. Hier, Produktion bei den Schiffen. Kriegsmarine, Heimatmarine, 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 Kriegsmarine. Dass hier die auch noch ein paar Schiffe in die nicht nur in die auch in die Karibikflotte. 1. Und 2. So, damit wenigstens auch noch ein paar in die Karibikflotte gehen. Auch wenn hier nichts los ist. Ich wollte noch, ich muss hier noch ein paar Gebiete hinzufügen, nämlich das Gebiet noch. Damit seid ihr hier komplett umschlossen, ne? Genau. Nicht, dass hier jetzt einer noch rauskommt, ne? So, dann kann ich nämlich jetzt Kuba auch den Krieg erklären. So. Damit sind diese beiden Inseln einmal richtig schön fett drauf. So. Die Raketen. Warum schießt du denn mit den Raketen nicht? Oder schießt die zu langsam? Havanna gehört auch dazu. Okay. Ach, hat noch gar. Muss auf die. Muss ja auch aktiviert werden. So, du würdest auch auf Südamerika schießen? Nein, du würdest auch auf die Karibik drauf schießen. So, habe ich noch irgendwo jetzt Raketen? Da habe ich doch auch noch Raketen. Hier. Du schießt mit deinen Raketen. Ach, da hinten schießt du drauf. Du sollst da gar nicht drauf schießen. Du sollst hier. Hä? Warum kannst du da nicht drauf schießen? Ach so, ist schon zu weit weg. Okay. Na gut, dann schießt du halt auch auf die Karibik. Dann wird die Karibik zerbombt mit jede Menge Raketen. Und was habe ich noch hier? Da habe ich noch Flugzeuge. Da habe ich Flugzeuge. Habe ich Flugzeuge, Flugzeuge, Flugzeuge. So, solange ich hier keine Luftunterstützung habe. Hier habe ich hier könnte ich Flugzeuge postieren. Könnte ich das gelbe Meer mit Flugzeugen überwachen? Okay, dann könnte ich die Flotte weitermachen lassen. Gucken, komme ich da mit Flugzeugen ran? Jäger, 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 immer nur zwischen Jäger 2. Jäger 2. Jäger 3. Ah ja, hier, okay, gut. Alle Jäger 3. Und alle Jäger 2, wie viel kann ich denn da drauf packen? 600. Und Jäger 1, Jäger 1, nochmal Jäger 2, nochmal Jäger 2 und komm. Klick, 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 klick. 600, alles klar. Luftunterstützung hier im Gelben Meer. Meine. Moment. Ostchinesisches Meer, Südchinesisches Meer. So. Westlicher. Ostchinesisches, Südchinesisch. Ach, hier. Okay. Dann wähle ich die Heimatflotte aus. Und sage, du darfst maximal 3. Welche habe ich denn ausgewählt? Die sind ausgewählt. Westpazifik. Das und das. Okay.
Halten. Suchen und vernichten. So. Eins, zwei, drei. Genau. Und das andere, was hatten die Kriegsmarine nochmal für Gebiete? Wo kann ich denn das eigentlich nachsehen? Ich sehe das hier nicht. Ach doch, jetzt sehe ich's. Bismarck, das und das da, okay. Aber dann haben wir die ja doppelt, ne? Haben wir die jetzt doppelt oder nicht? 1, 2, 3, ja, das haben wir doppelt. Wenn wir das doppelt haben, ist das natürlich nicht so toll. Ja, wenn ich hier aber keinerlei Truppen irgendwo sehe, ist halt die Frage, inwiefern ich hier einfach anlanden sollte, mal mit einer Einheit. Ich habe ja hier unten habe ich ja noch Einheiten. Hey, ups, warum? Ach, das ist British Empire, das gehört dem Hongkong, okay. Und außerdem habe ich ja gleich auch noch freie Einheiten wieder zur Verfügung. Wenn die hier fertig sind, dann kann ich mit denen Landedivision machen. Ne? Ja, kann ich mit den Truppen wirklich eine Landedivision machen. So, Kuba. Kuba ist Kommentaren beigetreten. Natürlich seid ihr das. Und deswegen gucken wir mal. So, was haben wir denn jetzt noch? Wir haben Manchukuo, wir haben Japan noch, wir haben Haiti, Dominikanische Republik und Kuba. Wobei ich auf Kuba gerne auch nochmal eine Atombombe werfen würde. So. Nein. Boom. Boah. Havanna. So, wir brauchen keine elenden Havanna-Zigarren. Alles Krebsgeschwüre hoch 3. Das ist Drogenvernichtung hier. Ja. Und, aber es reicht nicht, dass sie sagen, sie kapitulieren. Beschädigt, beschädigt, beschädigt. Port-au-Prince. Ist 3 von 5 beschädigt, 1 von 2 beschädigt, 10 von 10 beschädigt. Infrastruktur gleich 0. Ah ja, da kommen die anderen Raketen. Boom. Boom. Und jetzt sind sie gelandet, oder was? Die landen da im Meer. Na gut. So, Ostsibirien habe ich keinerlei Flugprioritäten. Da muss ich mal gucken, kann ich hier irgendwas noch an Flugzeugen hinterher schicken? Gibt es hier Flug... Da ist ein Flugplatz. Für 200 Flugzeuge. Da ist ein Flugplatz für mehrere. So, da können wir doch noch mal ein paar rüberschicken. So. Teilen und die schicken wir mal da rüber. Dann könnt ihr meinetwegen... Nee, geht das nicht? Wieso nicht? Wieso geht das wieder nicht? Ist zu groß das Gebiet wahrscheinlich. Wahrscheinlich echt zu groß das Gebiet. Okay, dann sobald du dann drüben bist.
Dann machst du halt hier die zentrale Steppe, so. So, habt ihr jetzt hier alles fertig? Überrannt? Okay, gut. Da sind noch keine anderen Einheiten mehr. Dann... Stopp. 9 und 7 macht 16 und 4 macht 20. 22 und nochmal da hinten 2, 24. Alles klar. So. Ihr verteilt euch jetzt auf verschiedene Häfen. So, und zwar irgendwie hier richtet euch mal ein Hafen, den 1, 2, 3, 4. Alles klar, die vier Häfen, das passt doch. Richtet euch da einfach mal ein. So. Dann die anderen, die kommen mit hier hin. Dann können die alle dorthin. So. Dann haben wir die Armee 3. Ja, da sollen nicht nur 12 dran, da sollen alle 24 dran. Hier die Panzer, alles klar. Du kannst mal hier einfach mal durchstechen. Du auch. So bis da. Du stichst mal über den hier durch und dieser Panzer sticht mal einfach so bis dahin durch. Und ansonsten, du darfst deinen Plan schon mal ausführen und du darfst deinen Plan ruhig auch ausführen. Nur du wahrscheinlich noch nicht, weil du noch am Laufen bist. Deswegen machen wir die Panzer. So, was haben wir hier? Hier haben wir noch so einen 19er. Wo ist denn der 9? Da oben ist der 19er. So, die sind alle am Laufen. Die blaue Truppe. Das ist die blaue Truppe. So. Du hast deinen Plan auch. Hoffentlich bist du auch am Laufen. Ich habe keine Lust, jetzt schon wieder Micromanagement hier zu machen. So. Jawohl, und da stößt doch schon einer vor. Hier kommen meine Schiffchen an. Luftüberlegenheit. Schiffsüberlegenheit und so weiter. Und Japan ist am Ende. Jawohl. Ups, in Ostrussland verliere ich einen Kampf hier oder was? Hier haben wir einen Panzer, mit dem könnten wir eigentlich mal hier weiter durch. So, echt hier so von hier hinten durchgehen. Noch weitere Panzer irgendwo hier oben? Waren hier nicht irgendwie noch mehr? Da war doch noch einer. Eins, zwei Panzer, genau. Ihr helft mal hier mit. Und wenn das nicht geht, dann macht es halt so.
klemmen wir halt den Nachschub hier ab von denen. So, so, so. Dann habt ihr hier nämlich in der Provinz nichts mehr. Passiert euch das, was mir passiert ist. So, da ist ein Kampf. So, du kannst das Eckchen auch noch mal einnehmen. Du kannst das einnehmen. Oh, hier sind auch noch Panzer. Ja. Den wollte ich nämlich hier durch. Und damit die nicht gestört werden, gibt es sowas. Oh, und da sind doch schon wieder ein paar Truppen. So. Ebene, Wald, Ebene, Wald. Zack, so. Was haben wir hier? Ach, hier haben wir ja noch mehr Panzer. Stimmt. Haben wir die? Ist die immer hier so komische. Was heißt denn das jetzt nochmal? Sie dürfen, sie gehen nicht in das Gebiet rein oder was bedeutet das? Mannstärke 18.000, Versorgungsstatus 100%. Oh, nicht zugewiesene Divisionen. Oh, wir haben drei neue Panzerdivisionen. Sehr schön. Dann, macht ihr hier gleich mal eine Ausbildungskompanie. Und dann könnt ihr die Panzer nämlich auch noch ausbilden. Ja, geh voran, Panzer. Division. Wir sollten aber 20, alle 20 sollten da dran. Er hat schon wieder die Hälfte vergessen. Komm, und aktivieren. Ist mir jetzt egal. Latscht da halt voraus. So. Einzige, was er machen sollte, wäre noch das darüber. Damit die hier wenigstens nichts. Ah, Feldlazarett 2, sehr schön. Dann Feldlazarett 3, minus plus 10. Okay, langsam. Halt, was kommt da noch mit Forschung jetzt bald? Rohstoffabbau. Ah ja, okay, dann kann ich ja bald noch mehr produzieren. Produktion. Irgendwo habe ich den Eindruck gehabt, ich brauche unheimlich viel Material, aber ach genau, hier bei denen für Verbesserungen. Von denen brauche ich noch viele. Wenn ich jetzt hier noch mal ein bisschen was hochsetze. So, zack, minus 3. Minus 3 geht ja nur auf die Pack. Ah ja, und auf den Panzer noch mal. Aber das ist egal.
Okay, der Panzer geht da. Dann gehst du wirklich mal so, so, so. Die gehen hier. Zack, 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 da geht die Organisation runter. Na, warum geht er? Macht er denn das jetzt so? Komm, und wo will der jetzt hinfliehen? In die Berge, natürlich. Das lassen wir nicht zu. Ja gut, er ist trotzdem schneller als ich. Und in den Bergen kämpfe ich natürlich auch nicht so gut. Oh, okay. Das ist natürlich klar. Das war natürlich jetzt wieder mal von vornherein klar, dass er versucht, mich hier festzunageln. Dann wirst du auch gleich noch mit nach da oben gebracht. Und ja. Ihr geht darüber. Und du machst mit deinen Panzern hier. Gehst du da nach Gebirge. Shit. Rohstoffabbau, jawohl. Haben wir noch 10% mehr? Was könnte ich jetzt noch nehmen? Die sind am Laufen. Flieger noch irgendwas. Eine bessere Schwalbe. Mehr Öl. Komm, nehmen wir nochmal das Öl. Machen wir das Öl auch nochmal voll hier. 90 Tage. Haben wir das auch? Ah ja, ihr seid jetzt bereit hier unten, glaube ich. Gut. Wie schön, dass ihr jetzt alle hier seid oder fast alle da seid. Seid ihr jetzt an alle an Position? Oder noch nicht ganz? Müsst ihr noch ein bisschen hin und her schieben? 6, 7, 5, okay. Man lässt sich zumindest was machen, damit ich vielleicht an diese Ecke rankomme, ne? Antofagasta zu erobern hat keine Grundlage mehr. Also wahrscheinlich kann ich jetzt gleich genau Chile erobern. Okay. Muss ich das noch oder muss ich das nicht? Da sind nur noch Konvois, die weggehen. Aber wahrscheinlich muss ich das schon. Werden wir gleich gucken. So. So, also haben wir. Gucken wir mal nach einer ordentlichen Planung. So, welche kommen zuerst an? Der hier braucht auf jeden Fall am längsten. So, Seeinvasion von dort.
Nach Kagoshima irgendwie. Ich muss ja dann auch nach Nagasaki rein, ne? Dahin. Das waren die ersten sechs. So. Dann der und der. Von dort. Nach da. Also nochmal sechs. Dann diese sieben. Und von. Moment, wo ist es denn? Von dort. Nach dort. Und dann noch diese fünf. In diesem Hafen. Direkt rein. Nach dort. So. Haben wir jetzt alle 24. Tage, was ist das? Einige Divisionen, die diese haben, ihre Startposition noch nicht erreicht. Okay, 24, 17 Tage. Okay, gut. Muss da halt ein bisschen warten jetzt, ne? Gut. Da mal reingehen. Du kannst in die Richtung mal gehen. Gehst du dahin? Ups. Ostrussland hier oben. Ups, was ist das hier jetzt? Da zieht einer nach. Oh, da ist ein Flugzeug. Da ist so, so. Irgendwas. Ihr wollt da runter gehen. Ihr wollt da runter gehen. Okay. Ach so. Ja, natürlich. Was haben wir denn hier noch? Also hier verliert einer stark. Hinkommst. Nicht, dass die Panzer auch noch aufgelöst werden. Ich wollte was anderes machen. Genau, ich wollte Chile angreifen. Chile, Chile, Chile. Sind jetzt alle Einheiten postiert? Chile scheint nicht besonders viele Einheiten zu haben. Er hat sie alle entsprechend an der Linie postiert. Teilweise noch mit Pferden.
Dann erklären wir dir jetzt den Krieg. Und geben unseren amerikanischen Einheiten das Go. Und diese 16, wo sind die? Ach, das sind die. Die hier unten darauf warten, meinem Verbündeten irgendwann mal in den Rücken zu fallen. Wobei das eigentlich unsinnig ist, weil das sind ja die Einheiten von dem Verbündeten. Die könnte ich im Prinzip eigentlich auch mal anfangen einzusetzen irgendwo. Müsste ich halt nur mal einsetzen irgendwo hin, ne? Die könnte ich alle mal... in diesen Hafen bringen und von dort vielleicht auch auf die Insel der Japaner hetzen. Dann hätten die zumindest noch mal was Gutes getan, ne? Chile ist auch Kommentaren beigetreten. Vernichten wieder. Gut, geklappt. Stehen bleiben, stehen bleiben. Die zwei. Geht schnell in die Hauptstadt wieder. Wie sieht es in Amerika aus? Unsere Offensive läuft gut. Ja, das will ich auch geraten haben. Warum seid ihr schon wieder alle am Rotieren? Was will denn Chile auch uns gegen uns denn auch ausrichten? Also wirklich. So. Wie sieht es hier aus? Schiffe vernichten hoffentlich alles, was von denen mal in See sticht. Vielleicht planen sie ja irgendwann doch noch mal was. Na gut, Chile ist Geschichte. Oh, hier ist eine Marine von ihm. Oh, die Chile hat Marine. Okay. Wie sieht es hier aus? Asien. Okay, gut. Alles klar. Ihr habt das. Fertig. Dann, da haben wir zwei. Stopp. Zack, 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 zack. So. Hier wollen sie auch weitergehen, ne? So, da ist der Flughafen, ne? Der ist natürlich, den müssen wir schnell einnehmen. Da sind keine Flugzeuge drin. Okay. Und da ist eine Einheit, die da hochgeht.
wieder oben hin. Okay, das dauert wieder lange. Machen wir die noch fertig hier. Haben wir hier das Japan auch noch. Mensch, das zieht sich alles. Wir haben schon 46, Mensch. Und noch 310 Tage, bis ich 2 Nuklearbomben auf Japan schmeißen soll. Wie sieht's denn mit... Achso, ich könnte ja schon wieder jemanden den Krieg erklären. Die Frage ist nur... Beziehungsweise ich könnte schon wieder jemanden auswählen, den ich dann den Krieg erkläre. Wer fehlt denn noch? Uruguay fehlt ja noch. Stimmt. Dann Uruguay. Jedes Mal. Ich mach's jedes Mal falsch, weil ich draufklicke. Hier muss ich's abstellen. Kriegsziel rechtfertigen. Uruguay, 25 Tage. So. Etwa Uruguay noch haben. So, das geht langsam von alleine. Chile ist schon aufgelöst quasi. Und dann fehlt im Prinzip dann nur noch Brasilien. Welche Länder sind denn eigentlich überhaupt noch über? Gucken wir doch mal. Oh, noch eine ganze Menge. Ach nee, Moment. Achso, die sind ja alle. Gucken wir mal, was nicht kommentieren ist. So achsenmäßig. Okay, das ist Hauptländer. Brasilien gehört zu einem der Hauptländer. Was machst du denn da beim Tibet immer noch? Versuchst du den Tibet immer noch? Immer noch faschistisch zu machen. Keine Wahlen, okay? Abbrechen. Warum versuchst du denn den Tibet immer noch kommunistisch zu machen? Nee, das stimmt ja nicht mehr. Habe ich ja gerade weggenommen. Brasilien versuche ich immer noch. Mhm. Die Parteipopularität steigern. Ah ja. Also bauen könnte ich noch mal was. Genau. Wo muss ich denn jetzt noch bauen? Also ich könnte schon mal hier... Chile könnte ich schon mal anfangen einzubauen. Dann... die nächste Provinz hier. Da kann ich auch schon mal anfangen zu bauen. Ansonsten können eigentlich diese ganzen Zivilfabriken, die hier gebaut werden sollen, und alles, was sonst so kaputt ist in den neuen Gebieten, gleich mal umgehend reparieren, ne? So, bevor hier irgendwas anderes gemacht wird. So, weil das ist ja dann innerhalb von ein paar Tagen alles voll repariert, ne? Und jetzt, wenn ich mir den Fokusbereich anschaue, Bauindustrie. Die Frage, baue ich jetzt mal Bauindustrie oder Reparaturen? Kostenlose Reparaturen plus 100%, Reparaturgeschwindigkeit 50%. Dann geht das natürlich noch schneller. Dann machen wir mal Reparaturen. Dann sind die wenigstens auch ganz schnell weg. So. Fehlt noch irgendwas?
fertig. Du wolltest so gehen, genau. Quer durch. Und du einmal quer hier durch. Mhm. Kann ich da eigentlich jetzt schon? Ah ne, braucht noch ein paar Tage. Okay. Aber warum gehen hier schon wieder nicht alle mit? Verdammt. Das finde ich nicht toll, dass die hier schon wieder mitten im Nichts drin stehen und sich einfach nicht rühren. Komm. Hier auch. Noch einer. Du stehst mitten im Nichts und rührst dich einfach nicht. Noch so ein, einer von den Lilanen, der hier oben mithelfen müsste. So. Noch einer von den Lilanen, der hier oben mithelfen sollte. Grün an die Front. Noch zwei Grüne an die Front. Hopp. Hinten sind zwei Panzer. Warum sind denn die Panzer dort? Warum sind die zurückgeblieben? Warum sind diese Gelben immer noch hier hinten? Hier mit hingehen, und zwar alle. Hier unten sind auch drei Panzer, die nicht mit wollten, oder was? Hier haben wir noch einen lilanen. Du kannst mal bis nach da latschen. Noch einen gelben. Du latscht mal bis zu der Stadt immerhin. Ich verstehe es nämlich nicht, warum hier diese... Du hast halt keinen Angriffsplan oder was, ne? Ach, hast du nicht mehr, okay. Solltest du mal haben, ne? Weil der immer weiter nach oben geht. Chile hat kapituliert. Okay, gut. Die nächsten, die kapituliert haben. Dann gucken wir doch mal ganz stolz nach... Ganz stolz nach Südamerika. Okay, und jetzt... 24 Einheiten von hier unten kümmern sich mal um, wie mehr Platz gibt es nicht zum Angreifen, okay, kümmern sich um Uruguay, alles klar, und die anderen 22 hier kümmern sich um jetzt die Nordseite von Brasilien, so, zack. Mit einem Ziel. Eines solchen Angriffs. So. Passiert wieder irgendwas Schlimmes. Dann halt
nicht. Dann greifst du ein. Dann hilfst du dem nicht. Du hilfst dem auch jetzt. So. Irgendwas. Hier haben wir noch Panzer. Genau, ihr wolltet das machen. Ja, das könntest du machen. Du könntest nach da gehen. Nochmal 5. Nochmal 4 und nochmal 2. Hier knallt's noch. Okay, haben, alles klar. Müssen wir da auch noch mal weitermachen. Puh. Ja, ihr seht schon, ich werde zusehends stiller, weil ich hier immer sehr am Grübeln bin. Es ist halt doch etwas schwieriger, als ich gedacht habe. Und vor allen Dingen langwieriger. Also, Amerika und Russland ist echt gar nichts dagegen. Adolf Hitler denunziert uruguayische Ideale. Deutsches Reich steht einig hinter Adolf Hitler. Warum? Warum macht denn das jetzt plötzlich wieder? Die ganze Zeit hat er mir das einfach so gegeben. Und jetzt macht er das wieder? Angriff. 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 Yeah, da stürzen Flugzeuge ab. Ich sehe es ganz deutlich. Oh, hier ist schon wieder... Warum hat der denn schon wieder den eingekesselt? Ich glaube, die... Also... Jetzt hat er schon wieder den Panzer hier eingekesselt. Stopp! Raus da! Nein, der hat schon wieder nix. Gleich löst er sich wieder auf.
So, wieder raus hier. Wieder zusammen mit dem anderen Panzer. Warum kommst du denn nicht hier? Meine Güte, irgendwie Versorgung. Warum stehst du denn da doof rum? Ey, kein Wunder, dass hier alles nicht funktioniert, wenn die einfach immer die Befehle verweigern und nicht loslaufen. So, jetzt ist die Frage, wenn ich jetzt mit Panzern losgehe, ob ich hier auf die Insel komme? Nee, komme ich nicht. Ach nein, das war so klar. Moment, nee, Moment. Hopp. Schnell rüber. Schnell rüber, komm. Beide raus da jetzt aus dem Kessel. Du versuchst mich ja schon wieder wegzukriegen. Mann, Mann, Mann. Ich habe gedacht, die Japaner wären besiegt, aber nein, sie sind scheinbar doch noch nicht so einfach besiegt. Sie haben doch noch mehr Truppen, als ich dachte. Da komme ich nicht hin, da kann ich nicht rüberfahren. Ich kann nur hier im Prinzip an der Küste entlang fahren. Zack, 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 so. Da lang. Damit ist die koreanische Küste auch jetzt gleich fertig zur Einnahme. So, wie sieht es jetzt hier aus? Ist der fertig? Alles klar. Da ist eine Schlacht. Alles in Handelskonvoi ist. Alles klar. Gut. Starten wir jetzt das auch noch. Angriff auf die Insel von Japan. Aber das sehen wir dann erst in der nächsten Folge wieder, wenn es weitergeht hier beim Captain in Hearts of Iron 4. Bis zum nächsten Mal, sagt der Captain.